aus 8 mach 6. Das ist das Motto hier auf der IAA bei Audi. Die haben nämlich hier den neuen RS4 Avant hingestellt und der hat keine 8 Zylinder mehr und auch keinen Saugmotor, sondern, wie wir das vom RS5 schon kennen, einen 6 Zylinder Biturbo. 450 PS bringt er mit, hatte auch schon der Vorgänger, aber der hier, der hat mehr Drehmoment, 600 Newtonmeter. Und das ist nicht das Einzige. Was er noch kann, zeigen wir Ihnen jetzt. Der RS4 Avant orientiert sich nicht nur technisch, sondern auch optisch am Coupé-Bruder RS5. Die vierte Generation macht richtig breite Backen. Die Kotflügel wurden um 30 mm verbreitert und um die sogenannten Quattro-Blister ergänzt. Dabei handelt es sich um schwarze Lufteinlässe an den Scheinwerfern und Rückleuchten, die allerdings nicht echt sind und nur optische Gründe haben. RS-typisch sind die ovalen Auspuffrohre, der Diffusor am Heck und der Quattro-Schriftzug an der Front. Auch im Innenraum ist das RS-Modell sofort erkennbar. Dafür sorgen die Sportsitze mit optionaler Wabensteppung, das RS-Lenkrad und die beleuchteten Einstiegsleisten. Ansonsten ist natürlich alles, was auch der normale A4 bekommt, auch für das Topmodell erhältlich. Beim 2,9 Liter V6 Biturbo, dem Quattro-Antrieb und der 8-Gang-Automatik lässt Audi den Kunden allerdings keine Wahl. Ab Werk ist der RS4 Avant 7 mm tiefer als ein A4 mit Sportfahrwerk. Wem das nicht reicht, der bestellt das RS Sportfahrwerk Plus mit Dynamic Ride Control. Optional bietet Audi für den RS4 auch eine Keramikbremse, die Dynamiklenkung und Matrix-LED-Scheinwerfer an. Ebenfalls extra kosten das Sportdifferential an der Hinterachse und das RS-Dynamikpaket mit 280 Stundenkilometer Topspeed. RS4 Nummer 4 ist ab Herbst 2017 für wenigstens 79.800 Euro bestellbar. Die ersten Kundenfahrzeuge sollen Anfang 2018 ausgeliefert werden. Der Audi RS4 Avant ist so ein richtig typisch deutsches Auto. Viel PS, aber verpackt in einen Kombi. Ob es bei dem RS4 Avant bleibt oder ob es möglicherweise noch eine RS4 Limousine gibt, das lässt Audi noch offen. In Deutschland wird es wahrscheinlich bei dem Avant bleiben, aber für Übersee, für China oder die USA könnte auch noch eine RS4 Limousine folgen. Wir sind mal gespannt, ansonsten gibt es ja auch immer noch den RS5.